NRW-Stadt des Tages ist heute Hagen und wir sprechen nun, nachdem wir ja schon euch vorab die Stadt präsentiert haben, mit dem ersten Beigeordneten der Stadt und dem stellvertretenden Oberbürgermeister, Dr. Christian Schmidt. Ich muss ganz kurz sein Bildchen hier raufladen, damit wir ihn auch sehen können. So, wunderbar. Hallo. Ja, guten Tag in die Redaktion. Ja, erstmal viele Grüße von der NRW-TV Kai3 Redaktion. Und wir möchten natürlich wissen, was macht Hagen denn so besonders in Nordrhein-Westfalen? Ja, erstmal finden wir die Wahl natürlich ganz toll. Wir wären natürlich auch gerne Stadt des Jahres bei Ihnen. Aber nun ja, der Tag reicht uns erstmal. Ja, Hagen ist eine tolle, lebendige Stadt. Wenn Sie da hinkommen, sehr viel Grün, sehr viel Flüsse, 42% Waldanteil. Wir liegen so im Scharnier zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Herrliche Tourismusangebote. Sie können aber auch hier hervorragend einkaufen. Wir haben gerade unser Zentrum mit einer hervorragenden Einkaufsgalerie, der Volme-Galerie, ausgestattet. Sie können sich weiterbilden. Wir haben, was vielleicht in Nordrhein-Westfalen und im Land nicht so bekannt ist, eine tolle Fernuniversität mit 45.000 Studenten weltweit. Und wir haben auch hochqualifizierte Betriebe. Sie können also hier auch neben dem schönen Wohnen, schöne Arbeit. Dr. Schmidt, gibt es vielleicht eine kuriose oder vielleicht eine Tradition in Hagen, eine kuriose Geschichte? Ja, Hagen ist ja eine ganz junge Stadt und die meisten Kuriositäten, die gibt es in den Stadtteilen. Ich erinnere mich, vor zwei Wochen konnten Sie in Böhle auf dem Fest, das ist ein Stadtteil, einen riesigen Ochsen drehen lassen. Das ist so eine Tradition, die vielleicht ein bisschen kurios ist. Und in Haspe, auch einem unserer ältesten Stadtteile, ja, da gibt es Karneval im Sommer. Da ziehen zigtausende von Teilnehmern im Sommer durch die Straßen, 30.000, 40.000 Menschen drumherum. Im Juni findet das statt, also da kann man sich angucken. Sie haben ja vorab schon gesagt, dass es die letzte große Veränderung, diese Vollmer-Galerie war. Sind jetzt demnächst Veränderungen geplant? Ja, wir haben gerade in der nächsten Woche einen doch herausragenden Tag, nämlich den Spatenstich zu unserem neuen Emil Schumacher Museum. Emil Schumacher, ein international renommierter Maler in Hagen geboren und ja, unser Kunstaushängeschild dann in den nächsten Jahren, wenn die Museumsinsel, so nennen wir das, dann mal fertiggestellt wird. Das wird Hagen neben dem Hagener Impuls, neben dem Karl-Heinz-Osthaus-Museum, neben vielen anderen Angeboten wie Freilichtmuseum zu einem international renommierten Ort machen. Gibt es denn aktuell auch Veranstaltungen, die man vielleicht oder genau jetzt in Hagen besuchen sollte? Ja, eigentlich jedes Wochenende ist hier was los. Wer nächste Woche, fällt mir gerade ein, und als gebürtiger Kölner bin ich da natürlich besonders stolz drauf. Mhm. BAP macht sein Jubiläumskonzert in Hagen. Nächsten Samstag gibt noch Karten im Hengstallbad. Also, wer dorthin möchte, nur zu. Sie haben noch kurz Zeit, NRW zu grüßen und natürlich auch zu sich nach Hagen einzuladen. Ja, natürlich. Haben auch hervorragende Unterbringungsmöglichkeiten. Rufen Sie unseren Tourismusservice an. Dort wird man Ihnen maßgeschneiderte Pakete für 2-3 Tage Hagen präsentieren. Ich glaube, Sie werden überrascht sein, was hier in Hagen alles los ist und was Hagen zu bieten hat. Ich lade natürlich herzlich alle Zuschauer, Zuhörer ein, sich hiervon ein eigenes Bild zu machen. Vielen Dank, Dr. Christian Schmidt, stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt Hagen. Mehr Informationen zu Hagen gibt es wie immer unter kai3.tv.